Dann hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen. Das heutige Seminar findet im Rahmen der Webinarreihe der DKE statt. Die Reihe deckt verschiedene Themen aus der Normung ab. Es haben schon einige Webinare stattgefunden, zum Beispiel zum Thema Batterien, zur Industrie 4.0 oder Einsteigerseminare in die Normung und noch einiges anderes. Die Webinare, die bereits gehalten worden sind, die können Sie sich in unserer DKE-Webithek auf der DKE-Homepage anschauen. Heute wird es um ein grundlegendes Thema in der Normung gehen, nämlich wie man überhaupt so eine Norm schreibt, welche redaktionellen Richtlinien gibt es seitens der IEC, was muss beachtet werden und was sind häufige Fehler, die gemacht werden bei der Geschichte. Dazu begrüße ich unseren heutigen Referenten zu diesem Thema, Ingo Rolle. Hallo Ingo. Du bist seit 1993 Normungsmanager bei der DKE. Du betreust hier diverse Normungsausschüsse auf dem Gebiet der industriellen Automatisierung beim VDE. Davor warst du in der Industrie tätig, 15 Jahre lang im Bereich Automatisierung, verfahrenstechnische Prozesse, vor allem in der Lebensmittelindustrie und hast dein Diplom in Elektrotechnik gemacht. Das heißt, du hast in deiner Zeit bei der DKE schon einige Normen begleitet, weißt also genau, wie sowas auszusehen hat. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass du dich heute als Experte dazu bereit erklärt hast, dazu was zu erzählen. Noch ganz kurz ein paar Worte zu meiner Rolle. Ich bin Sophia Hart, ich bin seit 2014 bei der DKE tätig als Junior-Projektmanagerin im Bereich IT-Sicherheit. Ich betreue hier ein Projekt und in meiner Funktion als Moderatorin werde ich Sie heute durch die Veranstaltung führen. Und bevor du mit dem Vortrag loslegst, Ingo, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise an unsere Zuhörer. Sie sind während unseres Webinars stumm geschaltet, ganz einfach vor dem Hintergrund, dass wir Störgeräusche vermeiden möchten. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren, das sollen Sie sogar, wenn Sie Fragen haben. Wir sind nämlich froh, wenn Sie aktiv an unserem Webinar teilnehmen und das Ganze lebendiger gestalten. Dazu können Sie unsere Fragen- und Antwortenfunktion rechts in Ihrem Bildschirm nutzen. Können Sie Ihre Fragen direkt an uns richten. Wir werden die Fragen dann entweder unmittelbar, wenn Sie die stellen, beantworten. Das heißt, ich gebe die Frage direkt an Ingo weiter. Oder wir heben die Frage bis zum Schluss des Vortrags auf und beantworten die dann gebündelt. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Art der Frage ab. Aber ich werde das dann entscheiden, wie es gerade passt. Auf jeden Fall werden wir versuchen, all Ihre Fragen heute zu beantworten. Im Anschluss an das Webinar möchten wir dann noch gerne wissen, wie Ihnen das Webinar gefallen hat. Dazu wird dann automatisch in Ihrem Browserfenster eine kleine Zufriedenheitsumfrage gestartet, an der wir Sie bitten, teilzunehmen, damit wir auch in Zukunft Mehrwerte bieten und uns verbessern können. In der Hinsicht sind wir natürlich sehr an Ihrer Meinung interessiert. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir Ihnen im Anschluss an das Webinar eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen möchten. Das heißt, sollten Sie Folien auf den ersten Blick nicht vollständig erfassen können, dann können Sie sich das hinterher nochmal alles anschauen. Damit habe ich jetzt zunächst alles gesagt und übergebe jetzt mal direkt an dich, Ingo, und wir freuen uns dann auf ein spannendes Webinar. Ja, vielen Dank, Sophia, für die Einführung und auch von meiner Seite aus willkommen zu unserem Webinar. Wir wollen uns heute hauptsächlich über das Kleingedruckte unterhalten in der Normung. Bei uns sieht es nämlich vielfach so aus, dass projektbezogen Mitarbeiter zu uns kommen. Kannst du gut verstehen so? Ja. Dass projektbezogen Mitarbeiter zu uns kommen, die ein Industrieprojekt bearbeiten und dann als Abschluss dieses Projektes gewisse Anforderungen in die Normung überführen wollen, um zum Beispiel Interoperabilität zu erreichen oder um Sicherheitsdinge festzulegen. So, diese Leute kennen die redaktionellen Richtlinien nicht so, sind oft keine alten Hasen. Und für Sie haben wir hauptsächlich dieses Webinar gemacht heute, damit Sie relativ schnell in die redaktionellen Richtlinien hereinkommen. Oft hören wir, ja, ich brauche die richtigen Templates. Das ist richtig, die gibt es auch. Dazu habe ich Ihnen eine Webadresse aufgeschrieben. Die können Sie bekommen auf der Homepage der IEC. Oder Sie können sie auch bei uns im
Mitarbeiterbereich bekommen, wenn Sie Mitarbeiter sind bei uns unter mein DKE. Aber die Templates sind nur ein kleiner Teil der ganzen Geschichte, denn es gibt auch eine Norm, wie eine Norm abgefasst sein muss. Diese Normen sind die ISO-IEC-Direktiven Teil 2, die nun auch harmonisiert sind mit den CERNELEC-Richtlinien und mit unseren deutschen Richtlinien, das heißt der DIN 820-2. Das ist also im Prinzip alles das Gleiche. Wichtig ist dann auch, dass Sie wissen, was die Norm tun soll, dass Sie oder Ihre Gruppe sich darüber im Klaren sind, wen Sie ansprechen wollen, was der Normungsgegenstand ist und welche Anforderungen erfüllt werden sollen. Der zweite Schritt sind dann die redaktionellen Richtlinien, über die wir heute sprechen werden. Sie sollten das Manuskript richtig abfassen, Sie sollten die Anforderungen richtig formulieren. Und ganz zum Schluss kommen erst die Templates. Bei uns kommt es oft vor, dass wir feststellen, dass irgendwelche Dinge redaktionell nicht in Ordnung sind, dann anfangen darüber zu sprechen und dann stellt sich raus, die Gruppe hat eigentlich noch gar keinen Konsens darüber, was die Norm tun soll. Also wie gesagt, das ist das Wichtigste. Ja, wir haben eine Beispielnorm abgefasst, um die redaktionellen Richtlinien zu erläutern, da die meisten, die bei uns tätig sind, diese Normen auf die IEC-Ebene bringen wollen, haben das Ganze in Englisch geschrieben und der Inhalt ist vollkommen egal. Wir sprechen nur über das äußere Format heute. Von dieser Beispielnorm habe ich jetzt mal das Inhaltsverzeichnis hier mitgebracht. Das Inhaltsverzeichnis wird ja meistens automatisch generiert, sodass Sie sich da nicht allzu viele Gedanken drüber machen brauchen. Wir sehen jedenfalls, dass es bis zur zweiten Ebene dargestellt ist. Das ist bei IEC so üblich. Man möchte das Inhaltsverzeichnis nicht überladen, sondern dann eben bei der zweiten Ebene bleiben. Als erstes sehen wir hier informative Teile im Manuskript, das Vorwort und die Einleitung, die Introduction. Dann geht es los mit dem normativen Teil, hier der Anwendungsbereich, normative Verweisung, geht dann den normativen Teil durch und zum Schluss haben wir hier nochmal wieder etwas Informatives, einen informativen Anhang. Übrigens heißen diese Teile hier auf Deutsch Abschnitte und Englisch Clauses, Clauses und Subclauses. Wir haben hier also im Manuskript keine Chapter, keine Kapitel. Haben wir schon Fragen, Sophia? Gut. Ja, dann geht es hier los mit dem Manuskript. Hier haben wir zunächst mal den Titel Internet of Things, Wireless Devices, Part 1, Power Generation Units. Wir sehen, dass man vom allgemeineren Teil zum spezielleren geht. Also der Titel kann aus bis zu drei Elementen bestehen, vom allgemeineren Teil runtergehend zum speziellen. Und wenn es eine Normreihe ist, kann das letzte Titelelement der Teil der Normreihe sein. Das erste Titelelement kann der Name des IEC-Komitees sein, das diese Normen schreibt. Das muss aber nicht so sein. Ja, dann kommt das Vorwort und das machen nachher die Kollegen in Genf, im Central Office der IEC. Brauchen Sie auch nicht zu schreiben. Wir wollen hier nur festhalten, dass das Komitee genannt wird, das die Norm geschrieben hat, in diesem Fall auch fiktiv. Und dass hier folgender Satz steht, this publication has been drafted in accordance with ISO IEC Directives Part 2. Das heißt, wir kommen aus diesen redaktionellen Richtlinien nicht raus, wir können nicht irgendwie andere nehmen oder so, weil zum Schluss Genf dieses hier nochmal wieder reinschreibt. Ja, dann kommt die Introduction und die Introduction vermittelt uns üblicherweise die Motivation der Norm, wo die Norm herkommt, Entstehungsgeschichte, das kann man hier alles schreiben. Und wenn Sie sehr viel Text dazu brauchen, dann sollten Sie einen informativen Anhang nehmen und den Text da reinbringen. Eine Norm wird bei uns als Gemeinschaftsarbeit angesehen, bei einer IEC-Norm als Gemeinschaftsarbeit der Länder und es ist üblich, die Autoren zu verdecken. Es kommt hier also keine Autorenliste rein.
Hier der letzte Satz von der Introduction, da sehen wir See also the Webinar of DKE und wie schreibe ich eine Norm. Das heißt, wir können hier Literatur anziehen und ganz zum Schluss kommt dann ein Literaturverzeichnis in der Norm, die Bibliography, wo dann die Fundstellen dieser Literatur aufgelistet sind. Dieser einleitende Text in der Introduction sollte keine Anforderungen enthalten, denn dieses ist ein informativer Teil. Um das richtig hinzubekommen, müssen wir wissen, wie Anforderungen bei der IEC formuliert werden. Und dazu mache ich hier mal einen kleinen Einschub. Alles genormt, auch die Verben bei IEC. Also für bestimmte Absichten sind bestimmte Verben vorgeschrieben. Wenn wir zum Beispiel eine zwingende Anforderung formulieren wollen, brauchen wir das Verbum shall. Vorzugsweise diese anderen Formulierungen sind auch erlaubt. Is to, is required to und so weiter. Das ist also etwas anders, als es im Alltagsenglisch ist. Dort hat das Wort shall noch mehr Bedeutung. Wird hier also per ISO-IEC-Direktiven Teil 2 eingeengt, diese Bedeutung. Verbote werden ausgedrückt mit shall not. So. Verbote werden ausgedrückt mit shall not, Empfehlungen mit should oder im negativen Fall mit should not. Für eine Erlaubnis nehmen wir may oder es braucht nicht gemacht zu werden, need not to be done. Die Verben can und cannot bezeichnen Möglichkeiten, die unbeeinflussbar von außen auf uns einwirken. Zum Beispiel, es kann morgen regnen. Das sind also Verben, die wir nicht verwenden können, um etwas zu erlauben. Ja, da müssen wir mit may arbeiten. Gut, also das sind die Verbformen, die jetzt nicht in der Introduction vorkommen sollen. Und dann können wir übergehen zum normativen Teil. Ja. Wir haben ja eine Frage und zwar möchte jemand wissen, ob es die Regeln nochmal zusammengestellt bei der DKE gibt. Ja. Die Regeln gibt es und die Regeln können Sie aus dem Mitarbeiterbereich der Homepage bei uns runterladen, bei Mein DKE. Es ist im unteren Bereich die Tools, heißt es dort, glaube ich. Und auf dieser Adresse sind Sie auch. Wenn Sie also auf dieser Adresse, die bekommen Sie ja nachher, wenn Sie da ein bisschen suchen, dann finden Sie auch diese Regeln. Die sind dort dann komplett vorhanden. Ich muss allerdings dazu sagen, dass die Lektüre dieser Regeln nicht besonders kurzweilig ist. Wir können uns ja darauf einigen, wenn Interesse besteht, kann man ja auf Anfrage auch nochmal die Folien hier, wo es dann ein bisschen, bisschen kompakter dargestellt ist, auf Anfrage auch nochmal zu senden. Ja, genau. Dann möchte hier noch jemand wissen, ob diese Verbregeln auch genauso in dem ASME, ASTM-Standard verwendet werden. Das weiß ich nicht. Okay. Also müsste man da quasi, also müssten wir auch selber nochmal nachschauen. Ja. Das heißt, können wir es leider akut nicht beantworten, tut uns leid. Ich hoffe, dass sie so verwendet werden, denn wenn wir mal auf eine solche Norm referenzieren und da muss der Normanwender dann umdenken, wäre das natürlich schon ärgerlich. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, wir waren jetzt beim Scope, also der Anwendungsbereich. Der Anwendungsbereich soll auf kurze Weise schildern, was die Norm tun soll, an wen sie sich wendet, welche Produktaspekte dort beispielsweise behandelt werden, wenn es eine Produktnorm ist. Und der Scope sollte sich auch dafür eignen, in Datenbanken aufgenommen zu werden. Und deshalb sollte er nicht zu lang sein. Wir bekommen oft Manuskripte, wo wir dann Teile vom Scope abschneiden und in die Einleitung tun müssen. So, hier habe ich ein gutes Beispiel. This part of IEC 999 applies to wireless power generation units. It specifies requirements applying to power transmission, device requirements and documentation of cabling. Das heißt, die Aspekte des Produktes, die vereinheitlicht werden sollen, werden hier im Scope kurz genannt. Jetzt habe ich noch ein schlechtes Beispiel. Das ist hier unten. This part of IEC 999 contains rules which have to be followed by manufacturers of wireless power generation units.
Hier ist zu beanstanden, dass die mandative Verbform hier drin steht, have to be followed. Das heißt, wir möchten auch im Anwendungsbereich keine mandativen Verbformen haben, wie wir sie eben gesehen haben. Warum nicht? Nach unserer Auffassung ist das Anwenden von Normen freiwillig und wenn man den Anwendungsbereich liest, hat man noch den Freiheitsgrad, ob man die Normen anwenden will oder nicht. Das heißt, hier kann man sich noch entscheiden. Wenn man sich aber dann entschieden hat, jawohl, ich gehöre in den Scope und ich wende diese Norm an, dann muss man nachher mit Haut und Haaren auch alles einhalten, denn die Versicherung gegenüber dem Kunden, wir haben nach der Norm gearbeitet, soll natürlich richtig und ehrlich sein. Aber wie gesagt, im Anwendungsbereich haben wir noch den Freiheitsgrad. Deswegen gehört in den Anwendungsbereich nichts Mandatives hinein, denn nach unserer Auffassung ist niemand gezwungen, eine Norm anzuwenden. Okay. Der nächste Abschnitt, der dann vorgeschrieben ist nach den Direktiven, sind die normativen Verweisungen, Normative References. Und hier kommen alle die Normen rein, die im Grunde genommen den Status einer mitgeltenden Norm haben. Den Titel müssen wir hier aufführen. Und der einleitende Text ist fest, den müssen wir also übernehmen aus den Direktiven. Und der lautet hier folgendermaßen: The following reference documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the reference document applies. Da haben wir hier jetzt zwei Beispiele. Hier ist ein Beispiel für eine dated reference. Also wir sagen auch starre Verweisung dazu. Das ist hier die IEC 61010-1 und wir meinen genau die Ausgabe von 2010. Eine Angabe tiefer ist die IEC 61918 und hier ist keine Jahreszahl. Da meinen wir immer die Ausgabe, die gerade zuletzt erschienen ist. Auf Deutsch sagen wir auch gleitende Verweisung. Ja, dann haben wir hier zum Schluss nochmal eine Verweisung auf eine ganz andere Norm. In früheren Zeiten, als ich ungefähr so vor 20 Jahren angefangen habe, da hatte noch jeder sein eigenes Ökosystem, sage ich einmal. Die internationalen Normen hatten ihr eigenes Ökosystem, andere Leute waren draußen. Aber das klappt heute nicht mehr. Diese Bereiche haben sich vermischt und wir sind des Öfteren gezwungen, Normen anzuziehen aus ganz anderen Bereichen. Hier zum Beispiel diese Normen der amerikanischen Herstellervereinigung Electronic Industries Association 485, in der Literatur auch oft RS 485 genannt. Ja, wenn wir diese Normen wirklich verwendet haben, dass sie den Status einer mitgeltenden Norm hat, sollten wir das auch ehrlicherweise hier vorne so hinschreiben. In der Hoffnung, dass die Shells und Schutz dort genauso formuliert sind, wie wir es gewohnt sind. Aber wie gesagt, da ist noch ein Punkt, wo dann nachzuhaken wäre. Das Gleiche gilt übrigens auch für Normen aus dem Webbereich. Also wenn Sie zum Beispiel ein Format, ein Übergabeformat normen wollen als Schema von XML, dann gehört hier die XML rein von W3C. Das heißt, da sollten wir die Fundstelle im Web präzise angeben, wo wir diese Empfehlung dann herhaben von W3C. Oder das Gleiche würde auch dann gelten, zum Beispiel für Webdienste. Wenn Sie Webdienste vom W3C benötigen für Ihre Norm, dann hier auch angeben. Wir würden so einen Normungsvorschlag hier einreichen bei IEC und das Komitee, wo wir das einreichen, hat dann das letzte Wort. Die können also sagen, wir akzeptieren das oder wir akzeptieren das nicht. Aber es ist heute eigentlich üblich geworden, weil wir nicht mehr ohne auskommen. Ja, wir haben hier eine kleine Frage zum Thema Referenzen. Und zwar, wie geschieht die Verfolgung von Änderungen in Normen, die undatiert referenziert wurden? Es könnte doch sein, dass Änderungen dort die eigentliche Norm beeinflussen. Ja, das muss das Komitee machen, das diese Norm schreibt, ja. Die müssen also ab und zu mal gucken, was passiert mit dieser 61918. Also wenn zum Beispiel diese 61918 leicht fortgeschrieben wird und das, worauf wir referenzieren, nach wie vor da drin steht, ist eigentlich gar kein Problem. Ein Problem entsteht bei so einer gleitenden Verweisung nur, wenn diese Norm stark geändert wird und die Inhalte, die wir erwarten, dort nicht mehr drinstehen. Dann haben wir natürlich in dem Fall schlechte Karten. Dann muss dieses Komitee
in Aktion treten, was diese Norm geschrieben hat, die überarbeiten und dann da irgendwas anderes machen an der Stelle. So, das war's. Der nächste Teil, der dann kommt nach Direktiven, sind die Begriffe, Terms and Definitions, und hier noch mit den Abkürzungen dazu. Denn wir müssen ja erstmal sagen, worüber wir eigentlich reden wollen. Terms and Definitions werden wieder eingeleitet mit einem festgelegten Satz und dann werden hier alle Begriffsfestlegungen aufgereiht. Wenn Sie einen Begriff benötigen, würde ich Sie bitten, zunächst mal zu recherchieren, ob es den woanders schon gibt, vorzugsweise hier im IEV, im International Electrotechnical Vocabulary, und dieses IEV können Sie auch einsehen von unserer Homepage aus, ohne dass Sie ein Passwort haben. Also www.dke.de und dann kommen Sie zum IEV. So, wenn Sie jetzt einen Begriff haben, der nirgends festgelegt ist, den Sie neu festlegen müssen, so gibt es eine Regel für das Format, wie der Begriff hier festgelegt werden muss. Es ist nämlich folgendes: Dieses ist das Wort, was wir definieren wollen, die Benennung. Und wenn man die Benennung im laufenden Text rausnimmt und genau den Körper der Definition an die Stelle reintut, dann muss es nach wie vor den gleichen Sinn geben und einen sinnvollen Satz. Das ist die Regel für das Format dieser Definition. Ja, hier haben wir dann noch eine weitere Definition, Cyclic, repetitive in a regular manner. Da fragt man sich natürlich, war diese Definition eigentlich wirklich nötig und hilft die wirklich viel? Also wie gesagt, wir haben manchmal Manuskripte, wo man sich fragt, dies hat vielleicht gar keinen Sinn mehr, denn man kann ja nicht alles definieren. Irgendwo muss man dann mal aufhören und voraussetzen, dass bestimmte Dinge bekannt sind. Hier haben wir die Abkürzungen. Diese Abkürzung taucht im Text übrigens nicht sehr oft auf. Und wenn wir feststellen, das taucht ein-, zweimal auf, dann ist auch hier die Frage, braucht man die Abkürzung überhaupt? Also bitte diese Teile dann nicht überfrachten mit Dingen, die man nachher nicht benötigt. So, das wären dann die Begriffe. Dann kommen wir jetzt allmählich zu den Festlegungen, zu den Anforderungen, und zu einer vernünftigen Produktnorm gehört eine Anleitung, wie man die Konformität mit dieser erklärt. Deswegen kommt hier in diesem Beispiel Abschnitt 4, Conformance. Und da muss man dem Hersteller, wenn wir jetzt eine Produktnorm haben, die sich an den Hersteller richtet, muss man dem Hersteller sagen, wie er die Konformität mit seinem Produkt erklärt. Wenn man das nicht tut, kann jeder alles Mögliche erklären. Könnte zum Beispiel jemand sein, wo die Ideen von der Norm mal so ein bisschen eingeflossen sind in das Produkt, und der erklärt dann auch gleich die Übereinstimmung. Das wollen wir nicht, sondern das soll schon klar sein. Und deshalb gibt es hier dieses Beispiel: A manufacturer may declare conformance to this part of IEC 999 only if this wireless power generation unit fulfills all requirements of this part of IEC 999. Das heißt also volle Konformität. Man muss alle Anforderungen erfüllen und darf erst dann die Konformität erklären. Das wäre hier in diesem Beispiel volle Konformität gefordert. Übrigens, Sie sehen hier, wie die Norm selbst angesprochen wird, also das Papier, über das wir reden, wird hier angesprochen, this part of IEC 999. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, die Norm anzusprechen. Wenn Sie das so machen, werden Sie nicht ganz falsch liegen. Auf jeden Fall sollte es dann im Dokument einheitlich sein. Also wenn Sie dann unser Papier ansprechen, dann immer auf mit dieser Ansprache hier. So, nun kann es sein, dass man die Konformität anders regeln will. Hier ist ein Beispiel, wo eine Teilkonformität möglich ist zu einem einzelnen Abschnitt. Das heißt, man kann sich einen Abschnitt aussuchen, muss dann alle Anforderungen dieses Abschnitts erfüllen und muss in der Konformitätserklärung dann sagen, wir erfüllen diesen Abschnitt. Solche Dinge sind angebracht, wenn die Norm verschiedene Realisierungsvarianten zulässt. Und das kann mitunter auch recht umfangreich werden. Zum Beispiel kann man den Hersteller
auffordern, eine Tabelle beizulegen und diese Tabelle, das Format dieser Tabelle festlegen. Und dann gibt er in dieser Tabelle genau an, welche Realisierungsvarianten er befolgt hat. In der Informationstechnik nennt sich sowas dann Protocol Implementation Conformance Statement. Ja, also eine Anleitung, um Teilkonformitäten zu erklären. Sie müssen sich immer vor Augen halten, es gibt vielleicht einen Hersteller, der gerne die Konformitätsaussage für seine Werbung nutzen will, aber möglichst nichts tun will. Ja, dem müssen Sie versuchen, den Weg zu verbauen, indem Sie das an dieser Stelle festzurren. So, jetzt habe ich noch ein paar schlechte Beispiele zum Thema Konformität. Zum Beispiel ist hier die Anweisung Conformance is possible to clauses 5, 6 and 7. Und diese Anweisung ist keine, weil hier kein mandatives Hilfsverbum drinsteht. Ja? Das heißt, da kann ein Hersteller alles machen und trotzdem die Konformität erklären. Das gleiche ist hier. A conformance statement looks like the following. Dann haben wir hier noch ein interessantes Beispiel für eine misslungene Anleitung. Dort steht, only devices holding the certificate of a recognized testing institute may be declared as being in conformance with this part of IEC 999. Bei diesem Wort Zertifikat und Zertifizierung werden wir immer etwas hellhörig, weil das nach unseren Richtlinien definiert ist als Drittstelleneinbindung. Das heißt, wenn wir sagen Zertifizierung, dann ist das immer eine dritte Stelle. Es gibt ja folgende Stellen, die eine Erklärung abgeben können zur Übereinstimmung eines Produktes mit einer Norm oder zur Begutachtung eines Produktes. Das kann der Hersteller sein. Der Hersteller kann für sein Produkt erklären, dieses Produkt stimmt überein mit IEC 999. Der Kunde kann etwas erklären, das wäre Zweitstelle. Zum Beispiel kann der König von Dänemark erklären, dieses Bier ist so gut, dass wir es an unserem Hof schätzen und trinken. Das wäre dann die Zweitstelle. Und es kann ein ganz Unabhängiger erklären, eine Prüf- und Zertifizierungsstelle, das ist Drittstelle. Und bei uns ist es so, dass Zertifizieren immer die Drittstelle bedeutet. Und wir sind aber gehalten, das in unseren Normen offen zu lassen. Also wir dürfen keine Bevorzugung für eine dieser Möglichkeiten aussprechen. Alles soll möglich sein. So, dann kommt ja noch ein interessanter Nachsatz. The author of this document will provide a list of such recognized testing institutes. So, da könnte ich jetzt Folgendes machen. Also die müssen dann an mich schreiben. Ich nehme dann eine Gebühr von denen und dann tue ich die in die Liste rein und da kann ich mir einen kleinen Nebenverdienst mit aufbauen. Das ist aus zwei Gründen nicht möglich. Einmal, weil wir die Bevorzugung für die Drittstelle nicht aussprechen dürfen. Und zweitens, weil eine Norm nicht zu einem Sondervorteil Einzelner führen darf, was hier der Fall wäre. So, also dieses Beispiel, wie es nicht sein sollte. Ja, kommen wir jetzt zur Formulierung der Anforderungen. Das wäre jetzt Abschnitt 5. Und das Erste, worüber wir sprechen wollen, ist Transmission of Power. Da sehen wir hier eine Tabelle, einen Satz. A wireless power generation unit shall emit power in steps according to table 1. Also wie gesagt, der Inhalt ist jetzt sinnfrei, aber wir sehen, die Tabelle 1 ist angebunden an den Text mit Hilfe des Verbums shall an dieser Stelle. Die Tabelle hat dann eine Überschrift und die Tabelle hat eine Nummer. Also die Tabellen werden einfach durchnummeriert durch die ganze Norm. Also hier können wir jetzt nicht schreiben Tabelle 5.1 oder sowas, sondern die Nummer ist fortlaufend. Die Tabelle hat eine Leitzeile, wo wir dann sagen, was diese Spalten bedeuten. Und wir sehen in der Tabelle Anmerkungen, Notes, die sind innerhalb einer Tabelle normativ gemeint. Wenn eine Note außerhalb der Tabelle ist, ist sie informativ gemeint. Und die Notes außerhalb der Tabelle werden einzeln durchnummeriert. Innerhalb eines Abschnittes oder eines Unterabschnittes werden die Notes, also die Anmerkungen, einzeln durchnummeriert. Ja, hier geht es weiter im Text. Hier sehen wir jetzt die Verweisung auf die amerikanische Norm mit
Jahreszahl, also mit datiert. Und dann kommt hier eine Aufzählung. If more than one unit is employed at one location, then the transmission shall either. Und diese Aufzählung ist jetzt mit Buchstaben gemacht, A und B. Hier kommt Note 2, also wir sehen, die Notes sind über den Text verstreut, die müssen nicht an einer Stelle sein und werden hier durchnummeriert. Jetzt kommt hier ein Bild, dieses Bild auch hier angezogen aus dem Text heraus und das Bild hat nicht eine Überschrift, sondern das Bild hat eine Unterschrift und auch wieder eine Nummer. Gehen wir zum nächsten Abschnitt, zum Abschnitt 6. Beim Abschnitt 6 wollen wir das Gehäuse behandeln. Unsere Gegenstände sollen ein Gehäuse haben und hier stehen wir, hier lesen wir a Wireless Power Generation Unit claiming conformance to this part of IEC 999 shall have an enclosure. Das ist schön und gut. Allerdings ist es schwierig, diesen Unterabschnitt später aus einer anderen Norm heraus zu referenzieren. Denn was sollen wir da sagen? Wenn wir sagen Abschnitt 6, das könnte auch dieses hier gemeint sein. Und es wäre also ein bisschen kompliziert, dieses zu referenzieren. Wir haben einen sogenannten Hanging Paragraph hier produziert, den wir vermeiden wollen. Und deswegen machen wir es gleich richtig. Auf der nächsten Folie, ja, hier hat dieser Satz einen eigenen Unterabschnitt bekommen, General. Und dort steht dieser Satz dann drin. Anschließend geht es weiter mit Sturdiness und jetzt lesen wir hier, in order to be sturdy enough, the enclosure of a wireless power generation unit claiming conformance und so weiter. So, dieses in order to be sturdy enough ist eine Begründung, die eigentlich informativ ist. Können solche informativen Textteile hier eigentlich im normativen Text drin sein? Ich meine, ja, es ist erlaubt hier informative Satzteile oder auch mal einen informativen Satz einzufügen, wenn er etwas begründet. Es gibt allerdings auch Normen, die sind anders formuliert, da ist alles informative in Anmerkungen gepackt. Ja, solche Normstile werden Sie auch finden. So, jetzt sehen wir hier eine Verweisung auf IEC 61010-1, Doppelpunkt 2010, Clause 8, also Abschnitt 8. Starre Verweisung. Dann kommt die Anmerkung, Note, this includes the enclosure rigidity tests of IEC 61010-1 2010-8.2. Das heißt, diese Referenz ist etwas anders aufgebaut als diese. Wenn wir auf einen ganzen Abschnitt referenzieren, dann steht hier das Wort Clause. Wenn es aber ein Unterabschnitt ist, wird das Wort Unterabschnitt weggelassen. Außer es steht ganz am Satzanfang. Wenn es am Satzanfang stehen würde, dann müsste man das Wort Subclause schreiben. Jetzt wieder ein paar schlechte Beispiele. Zum Beispiel hier, according to IEC 61010-2010, Clause 8.2. 8.2 ist keine Clause, sondern eine Subclause. Und dieses Wort Subclause wird auch weggelassen. Also die Verweisung müsste so aufgebaut sein wie weiter oben. Im zweiten schlechten Beispiel sehen wir Folgendes. IEC 61918 Table 3 shall apply. Das ist nicht sinnvoll, denn das ist eine gleitende Verweisung und eine spezielle Tabelle. Nun könnte es ja sein, dass von 61918 eine neue Ausgabe kommt und die Tabellen haben sich alle verschoben. Vorne sind noch welche dazugekommen. Die Tabelle, die wir meinen, ist jetzt nicht mehr Tabelle 3, sondern Tabelle 5. Dann geht das daneben. Also wenn wir eine spezielle Tabelle meinen oder einen Unterabschnitt meinen oder ein Bild meinen, geht das sinnvoll nur mit starrer Verweisung. Und ganz zum Schluss lesen wir dann nochmal according to edition 3 of IEC 61010. Machen wir auch nicht, sondern wir schreiben dann das Jahreszahl dazu. IEC 61010 Doppelpunkt 2010 würde das in diesem Fall heißen. Ja, dann gibt es auch noch eine andere Methode, wie so etwas gemacht wird. Man könnte jetzt nämlich auf die Idee kommen, dieses hier gar nicht zu referenzieren, sondern sich den Textteil hier rein zu kopieren. Ja? Wir fragen den Herrn bei der DKE und der gibt uns das Word von der 1610-1 und dann nehmen wir ganzen Clause 8 und kopieren ihn da rein, was wir heute mit
kopieren und einsetzen problemlos möglich ist. Sowas wird auch gemacht. Das ergibt dann das sogenannte Self-Standing Document. Das hat allerdings auch ein Problem, das wird dann nämlich immer dicker, das Papier. Und irgendwann wird es so dick, dass es niemand mehr lesen mag. Das heißt, Sie können dann während der Erarbeitungsphase eigentlich nicht erwarten, dass es noch jemand liest. Der Umkipppunkt liegt nach meinen Erfahrungen irgendwo so bei 50 Seiten. Und dann lesen die Leute das erst, wenn sie müssen, das heißt, wenn es Norm ist und das im Prüffeld eingebaut werden muss. Und dann stellt man plötzlich fest, da sind ja lauter Fehler noch drin. Ja. Also wenn Sie sich das ersparen wollen, dann versuchen Sie möglichst viel zu referenzieren und Ihr Dokument schlank zu halten. Ja. Wir haben hier eine Frage, und zwar, ob es hier Ansätze gibt, dass ein Fakt nur noch in einer Norm steht, die immer referenziert wird. Ja, so war es eigentlich mal gedacht. Das war, so sind unsere Direktiven abgefasst und so wollte man das Normenwerk ursprünglich auch aufbauen. Aber dann ist eben immer mehr dieses Self-Standing Document in Mode gekommen. Das heißt, man hat immer mehr kopiert, ja. Also wir würden natürlich das gerne wieder zurückdrehen und dann auch ein Normenwerk zur Verfügung haben, wo diese Referenzierung per Klick funktioniert, ja, wo man dann also auf dieses Clause 8 draufdrückt mit der Maus und dann kommt die Clause 8 auch wirklich von der 16.10-1. Das geht zurzeit im VDE-Vorschriftenwerk. Wenn Sie sich also vom VDE-Vorschriftenwerk etwas bestellen, dann können Sie das da machen. Das ist unsere Verlinkungstechnik, die aber bis jetzt nur im VDE-Vorschriftenwerk zu Hause ist. Also bei der IEC ist das noch nicht der Fall. Deswegen leider immer noch der Trend zum Self-Standing Document. Ja. Ja, hier habe ich jetzt noch ein paar Beispiele für gute und schlechte Anforderungen. Zum Beispiel können wir fordern, dass dieses Gehäuse grün sein muss. Ja, wir möchten gerne, dass dass in der Norm vereinheitlicht wird, alle Gehäuse sind grün. Und dann steht hier, the outer surface of the enclosure shall be of green color. Nächster Satz, if being painted, the paint shall be obtained in accordance with Annex B. So, wir sagen also erstmal, es muss grün sein und da machen wir eine Einschränkung, wenn es lackiert ist, dann nach Annex B. Wir hätten ja auch sagen können, es muss immer lackiert sein. Da müssen wir aber an der Stelle aufpassen, denn es gibt ja verschiedene Lösungen, um diese Anforderung zu erfüllen. Man könnte das Gehäuse lackieren, aber man könnte es auch gleich in grünem Kunststoff spritzen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr in Richtung Lösung gehen, weil wir dann bestimmte Lösungen ausschließen würden. Also bei der Formulierung der Anforderungen möglichst nicht zu weit in die Lösungsebene reingehen, denn die Gefahr besteht, dass man gerade innovative Produkte dann benachteiligt, weil die das nicht mehr ohne weiteres erfüllen können. Ja, noch ein schlechtes Beispiel, the color of the enclosure is green. Da bräuchte ein Hersteller nichts zu machen. Das heißt, ein Hersteller kann jetzt auch ein blaues oder ein rotes Gerät ausliefern, trotzdem als konform mit dieser Norm erklären. Oder the color of the enclosure must be green ist genau das gleiche, weil must nicht zu den zugelassenen Hilfsverben gehört. Dann haben wir hier den Unterabschnitt Handling. Da lesen wir das Wort Schutt. Das heißt, hier wird empfohlen, das ganze Ding mit Griffen zu versehen. Wenn man es kürzer haben will, kriegt man das auch mit so einer Tabelle hin. Ja, diese Tabelle hat eine Leitzeile, wie wir hier sehen. Die Eigenschaften stehen hier, dann die Beschreibung. Die Tabelle ist aus dem Text heraus angezogen, mit Hilfe des mandativen Verbum Shell. Ja. So geht es also etwas einfacher mit Tabelle. Und hier nochmal ein Versuch, wie es daneben gegangen ist. Wir sehen hier keinen Text, also die Tabelle hängt in der Luft. Ist eigentlich nutzlos. Es gibt in der Tabelle keine Leitzeile, also man muss so ein bisschen raten, was das ja nicht alles ist, was da drin steht. Dann sehen wir hier die Worte mandatory, optional, mandatory. Das ist zwar in vielen Bereichen üblich, aber in den IEC-Direktiven nicht erklärt. Das heißt, diese Begriffe können wir so ohne weiteres nicht verwenden.
Hier lesen wir dann nochmal, if weight exceeds 10 Pound. Das ist nicht erlaubt, denn in den IEC, in den internationalen Normen, dürfen wir nur SI-Einheiten verwenden. Also bitte keine Pounds, Feet, British Thermal Units und solche Dinge, die gehören da nicht hinein. Ja, hier ist nochmal verwiesen auf Chapter 8. Das ist natürlich auch schlecht, weil wir bei uns nicht von Chapter sprechen, sondern von Clause in so einem Normenmanuskript. Im nächsten Abschnitt sehen wir eine gleitende Verweisung. All documentation of cabling to the unit shall conform to 6 IC 6 1918, und hier habe ich jetzt nochmal das angeschrieben, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Das heißt, da können wir normalerweise ruhig schlafen, wenn die 6.19.18 überarbeitet wird, es sei denn, sie wird so radikal geändert, dass der erwartete Inhalt nicht mehr da drin steht. In diesem Fall müsste das Komitee 999 zügig in Aktion treten. Ja, hier haben wir einen informativen Anhang. Und im informativen Anhang sehen wir nochmal eine Verweisung ins Literaturverzeichnis. Note, see also IEC 61158-1. Das kommt dann in die Literatur am Schluss. Wir sehen, dass hier keine mandativen Formulierungen sind. Hier ist der einfache Indikativ gewählt, ist schon in Ficker A1. Die Nummerierung ist hier innerhalb des Anhanges, also mit A1 gemacht. Und hier gibt es nochmal ein Beispiel, was nicht so klasse ist. Hier oben heißt es nämlich Power Transmission. Und hier steht dann A Possible Structure for Energy Transmission, ist schon in Ficker A1. Das heißt, hier sind wir gesprungen von Power Transmission auf Energy Transmission. Und sowas passiert, wenn mehrere Autoren in einem Dokument arbeiten oder wenn der Autor hier Feierabend gemacht hat und am nächsten Wochenende hier wieder angefangen hat. Also auch das würde dafür sprechen, die Papiere möglichst schlank zu halten. Ja, hier der sinnfrei formulierte Anhang B, wie man grüne Farbe bekommt. Und hier sehen wir wieder die mandativen Formulierungen. Shall to obtain green paint, one of the following two approaches shall be employed. Das heißt, hier sind mandative Formulierungen aus praktischen Gründen in den normativen Anhang gewandert. Erst kam hier der informative, dann der normative Anhang. Da gibt es keine Regel. Also informative und normative Anhänge dürfen gemischt werden. So, jetzt kommen wir ganz zum Ende der Norm. Hier kommen die Literaturhinweise, die Bibliography. Da gibt es zum Beispiel jetzt diese IEC-Norm, die wir informativ erwähnt haben. Hier können auch Texte aus den Stellen aus dem Web dahin, sofern davon auszugehen ist, dass es einigermaßen stabil bleibt und diese Webseite nicht allzu schnell geändert wird. Das hoffe ich natürlich auch für unsere eigene Webseite. Hier können Sie auch Bücher reinschreiben und auch Aufsätze, auch solche, die die Autoren dieser Norm tatsächlich geschrieben haben. Ja, damit wären wir jetzt ziemlich am Ende der Geschichte. Wir hoffen, dass Ihnen das etwas geholfen hat und dass Sie sich bei der Formulierung Ihrer Norm nun auf die inhaltlichen Dinge konzentrieren können. Wenn Sie Ihre Norm fertig geschrieben haben, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie die dem zuständigen DKE-Komitee einmal vorstellen würden, damit wir auch wissen, was Sie so machen mit unseren Regeln. Ich danke Ihnen zunächst mal ganz herzlich. Genau, wir danken auch Ingo für das informative und aufschlussreiche Webinar. Ja. Wir hoffen natürlich, wie du schon sagst, dass es Ihnen gefallen hat und dass Sie da auch einen gewissen Nutzen rausziehen können. Wir haben jetzt noch einige aufgeschobene Fragen. Das heißt, wenn Sie noch weitere Fragen haben, die Sie direkt stellen möchten, dann haben Sie jetzt noch die Gelegenheit, werden wir die alten Fragen quasi beantworten. Aber wenn Sie im Nachgang dann noch Fragen haben, dann können Sie mir natürlich gern auch direkt an uns richten, an dke-webinare.vde.com oder auch direkt an den Ingo Rolle mit ingo.rolle@vde.com. Also wir haben hier noch eine Frage, da ging es noch um die Begriffe, und zwar möchte jemand wissen, ob er das richtig verstanden hat, dass wenn Begriffe nur einmal auftauchen, zum Beispiel als irgendein Beispiel, dass sie dann nicht in Terms and Definitions definiert werden brauchen. Ist das richtig?
Das wäre von Fall zu Fall zu unterscheiden. Also wenn das jetzt wirklich ein ganz wichtiger Begriff ist, dann gehört er auch in die Definition. Ja. Okay. Aber wenn er gar nicht verwendet wird, dann nicht. Okay. Dann haben wir noch eine Frage, da ging es nochmal um das Thema Zertifizierung, so wie ich das hier sehe. Wie sieht es mit der Forderung nach einer Begutachtung durch eine unabhängige Stelle aus, zum Beispiel bei SIL 3 nach EN 61508? Ja, die in der 61508 haben wir Forderungen nach einer unabhängigen Stelle drin. Das liegt daran, dass wir nicht vollständig prüfbare Systeme betrachten, funktionale Sicherheit. Das heißt, die Eigenschaften des Systems können nicht mehr komplett aufgedeckt werden durch einen Test. Deshalb muss man in den Entwicklungsprozess reingehen. Deshalb muss man auch diese unabhängige Begutachtung fordern. Der entsprechende Teil der Norm ist aber so formuliert, dass das auch jemand aus der Firma bleiben kann. Also der unabhängige Gutachter kann den gleichen Firmennamen auf seiner Visitenkarte haben, wie der Ingenieur, der das ganze Ding gebaut hat. Aber es sind dann Forderungen da drin, wie unabhängig der innerhalb seiner Organisation sein muss. Also ich sehe das so, diese Stelle in der 61508 ist eigentlich das äußerst Mögliche, was wir tun dürfen zur Beschreibung derjenigen Person, die prüft. Ja. Also stärker dürfen Sie sie dann nicht mehr beschreiben. Okay. Dann hat hier, da ist jemand, findet das etwas verwirrend, warum eine Note in einer Tabelle normativ ist. Ja, ehrlich gesagt, das finde ich auch verwirrend. Aber wir sind uns einig. Aber wir wollen die Direktiven nicht schon wieder ändern. Das würde vielleicht noch mehr verwirren. Okay. Also zu Recht verwirrt quasi, ja. Aber okay. Dann muss ich kurz die nächste Frage suchen, die aufgeschoben wurde. Genau. Kann eine Tabelle auch informativ sein, ohne im Anhang zu sein? Theoretisch ja. Theoretisch ja, gut. Ich meine, wenn es ein größerer informativer Teil ist, gehört er eigentlich in den Anhang, aber oder in die Introduction. Aber ich würde das tolerieren, ja. Okay. Wir haben hier einen kleinen Formatfehler auf der aktuellen Folie, sehe ich gerade. Darauf bezieht sich die nächste Frage. Für was steht denn das Quadrat? Ist das ein Bindestrich? Ja, genau. Okay. Steht für Bindestrich. Gut. Dann haben wir noch die Frage, dass ja gesagt wurde, dass nur SI-Einheiten in der IEC-Norm vorkommen. Dass die ASME B16.5 kennt, aber für die Druckstufen nur 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 PSI und keine Bar als Einheit. Ja. Ist da was schiefgelaufen oder woran liegt das? Kannst du da was dazu sagen? Da ist etwas schiefgelaufen, allerdings ist das weit weg von uns. Also wir sind nach wie vor der Meinung, SI-Einheiten, also bitte, würden wir nicht akzeptieren bei uns, bei Square Inch. Ja, bei uns. Okay. Definitionen werden ja alphabetisch sortiert. Findet dann nach der Übersetzung eine Neusortierung statt? Nein, es findet keine Neusortierung statt, weil die ja nummeriert sind und die Nummerierungen sollen entsprechen. Und das heißt, dass in jede Sprache, in die übersetzt wird, dann anschließend die Reihenfolge unmotiviert erscheint, also fast jede Sprache. Ja. Und um dieses Problem abzumindern, gibt es die Vorschrift in den Direktiven, dass man den Begriffsteil unterteilen soll. Man soll also lauter kleine inhaltliche Abschnitte bilden und dann innerhalb dieser Abschnitte beispielsweise alphabetisch sortieren. Also man ist sich bewusst, dass dieses Problem gibt, dass halt nach Übertragung in eine andere Sprache die Reihenfolge nicht mehr nachvollzogen werden kann. Aber das ist auch bei vielen Normschreibern nicht wirklich durchgedrungen. Also diese Technik, dass man das in lauter kleine inhaltliche Kapitel, lauter kleine inhaltliche Teile unterteilt, die ist nicht überall verbreitet in allen Normen. Ja.
Aber das ist eigentlich die Lösung, die angeboten wird von den Direktiven, also inhaltliche Abschnitte bilden und innerhalb derer dann die Begriffe haben, um das wenigstens abzumildern. Aber die Nummerierung muss bleiben, weil man sonst nicht mehr von einer Sprachfassung auf die andere einfach übergehen könnte. Okay. Dann gibt es hier noch eine Frage zum Inhaltsverzeichnis. Und zwar kann man mit dem Template die Tiefe für die Bearbeitungsphase vertiefen? Also da das immer Frau Lisa für mich macht, weiß ich nicht, wie man das steuern kann. Aber bis zur zweiten Ebene soll man, also nicht weiter. Das ist aber das geringste Problem. Das können wir hier nachher auch alles noch für Sie machen. Ja. Okay. Jetzt nochmal die Frage nach den Vorlagen auf der DKE-Homepage. Ja. Kannst du nochmal kurz beschreiben, wo es sie gibt? Wenn Sie sie dann immer noch nicht finden, dann können Sie uns auch einfach eine E-Mail schreiben, dann leiten wir das weiter. Also auf jeden Fall mein DKE. Und dann ist ja der untere Bereich allgemein. Da gibt es Werkzeuge und Tools. Und da muss das auch irgendwo sein. Okay. Also ja, ich habe auch diesen Normentext, der hier rechts ist, mit dieser Unsinnsnorm, ja, den habe ich auch da auf unseren Templates geschrieben, auf den DKE-Templates. Also das kann ich auch zuschicken, wenn jemand das haben will. Genau. Gut. Dann gucke ich jetzt nochmal, ob noch Fragen dazugekommen sind. Wir haben nur noch einen kleinen Hinweis, nämlich dass auch Bar keine SI-Einheit sind. Danke für den Hinweis. Mhm. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Also nochmal zu den Einheiten, natürlich SI-Einheiten und davon abgeleitete Einheiten natürlich. Ja. So, nun kann es natürlich auch mal sein, dass man eine Einheit verwenden muss, die sich nicht aus einer SI-Einheit ableiten lässt, wie zum Beispiel Megabyte, ja, also in der Datenverarbeitung. So, da kann man dann auch als eine Nicht-SI-Einheit verwenden. Ja. Oder wenn Sie doch mal Euro in die Normen reinschreiben müssen, auch keine SI-Einheit, dann stehen da eben in Gottes Namen Euro oder Dollar drin. Ja. Okay. Haben wir noch eine Frage gekriegt, und zwar wurde ja gesagt, dass die EEC die Einhaltung der geltenden Erstellungsvorschriften überprüft. Kann man jetzt davon ausgehen, dass diese Überprüfung immer erfolgt, und wenn ja, in welchem Stadium der Normerstellung, ob ist das jetzt bei DC, DIS, DV, FDIS? Also das ist unterschiedlich. Kommt ganz darauf an, wie diese Prüfung ist. Also die Kollegen in Genf, die gucken nachher in das Manuskript rein, aber die werden nicht unbedingt feststellen, ob da unsinnige Formulierungen drin steht. Also wenn da jetzt zum Beispiel steht, the color of the enclosure is green, ja, so das lässt er durchlaufen, weil der weiß ja nicht, was wir wollen. Ja, der weiß ja nicht, dass wir jetzt zwingen wollen, dass das Gehäuse grün wird. Der denkt vielleicht, wir wollen da einfach mal irgendwas beschreiben. Das mag bei so einem Gehäuse noch offensichtlich sein, aber wenn Sie da irgendwo aus dem IT-Bereich sind, da kann der Revisor in Genf nicht mehr feststellen, ist das jetzt wirklich als Requirement gemeint oder nicht. Ja. Okay. Dann sind wir jetzt tatsächlich durch, sind keine Fragen mehr. Wie gesagt, wenn noch welche auftauchen, dke-webinare@vde.com oder ingo.rolle@vde.com für direkte Fragen. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Ingo, für das Webinar. Es war wirklich interessant, und wie eingangs erwähnt, würden wir uns freuen, wenn Sie an der abschließenden Umfrage zu diesem Webinar teilnehmen, damit wir die Webinare, wie gesagt, auch weiter verbessern können. Sei das jetzt Lob oder Kritik, in welche Richtung auch immer. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Die Umfrage öffnet sich dann automatisch, wenn ich das Webinar jetzt schließe. Und im Anschluss an das Webinar, das kann so eine Woche oder zwei dauern, stellen wir Ihnen auch einen Link mit der Aufzeichnung zu diesem Webinar zur Verfügung. Da können Sie sich das alles nochmal anschauen. Wenn Sie Interesse an den Folien haben, dann schreiben Sie uns auch einfach eine Mail, dann stellen wir Ihnen die auch zur Verfügung. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.